sagen. Also, Fehlentscheidung, definitiv der Eckball, aber sehr, sehr schwierig. Ja. Und Stefan hat es ja schon angesprochen. Wir hören noch mal Oliver Glasner zu dieser Situation und wollen dann kurz noch mal über den Eingriff, der ja nicht passieren darf im Moment, vom VAR reden. Für mich das Strittige am Videobeweis. Wenn unmittelbar zu einem Tor führt, dann wird der Videobeweis hergenommen. Wenn aber jetzt eigentlich eine fälschliche Ecke entsteht, ist es für mich aber ursprünglich für das Tor. Aber ja, ist so. Ist ja eigentlich auch eine Situation unmittelbar vor dem Tor, die Ecke, wenn man so will. Ist das sinnvoll, darüber nachzudenken, den VAR da mehr Kompensität zu geben? Dann würdest du den Fußball ja in alle Einzelteile zerlegen. Also ich finde schon, so wie es ist, ist es gut. Und so sollte es auch bleiben, jetzt den Video Assistant da reinzunehmen. Ich glaube, dann kommen wir nicht mehr zum Fußballspielen. Aber dann heißt es auch, dass es tatsächlich einen Nachteil geben muss und Fehlentscheidungen geben muss. Und mit dem müssen wir auch leben. In der Situation sieht man ja sehr gut, der Schiedsrichter steht im Prinzip direkt in der Nähe der beiden. Aber er steht 2 Meter vom Schiedsrichter aus gesehen nach rechts sozusagen. Und aber der Spieler sagt, ich habe ihn nicht berührt. Und in so einer Situation kann der Schiedsrichter dann auch den anderen fragen und kann sagen, wie war es denn? Also so eine Kommunikation ist ja nicht verboten. Und früher gab es auch mal Situationen, dass man dann vielleicht als Schiedsrichter einfach fragt, hast du ihn berührt, hast du ihn nicht berührt? Und dann braucht man auch kein Videobeweis. Und dann gewinnt man als Spieler möglicherweise einen Fairplay-Preis. Ja, das vielleicht das auch. Kommt ja noch dazu. Ich finde es total schwierig, dass der Schiedsrichter dann einen Spieler befragt bei sowas. Also das, ja, würde ich nicht empfehlen in der Situation, weil du gibst ja die Verantwortung dann an den Spieler ab und auf dem lastet natürlich auch ein Riesendruck. Also ich würde sagen, der Schiedsrichter trifft die Entscheidung und fertig. Und wenn es jetzt so ist, wie es passiert ist, haben wir gerade eine Fehlentscheidung gehabt. Aber unmittelbar ist sie nicht am Tor beteiligt. Ja. Für mich ist die mittelbar beteiligt. Vor allem ganz ehrlich, auch nochmal in der Situation, ich weiß gar nicht, ob der Spieler es weiß. Das muss man auch noch mal sagen, in der Situation, wenn du da dran bist. Das kann, ob der jetzt die Fußspitze dran hat. Gut, dann kann er ja sagen, habe ich nicht, weiß ich nicht. Ja, richtig, aber dann gibt es trotzdem den Eckball. Und vom Grundsatz her ist die Sache eigentlich, ich sag mal, was eindeutig ist, wenn ein Torwart einen Ball gehalten hat und der Schiedsrichter hat es falsch gesehen und er fragt ihn, warst du dran, warst du nicht dran? Ich glaube, das ist eine klare Aussage, das kann man sicherlich mal machen in einem speziellen Fall. Aber hier, wenn du jetzt, das ist nochmal, du zerlegst alles in Einzelteile. Aus meiner Sicht ist die Situation nicht so, dass du das machen müsstest. Es ist ärgerlich, ich würde mich genauso ärgern, wenn es einen Eckball gegen mich gäbe. Trotzdem, das gehört zum Fußball dazu. Aber entscheiden wir ja auch, so wie der Ball rausläuft. Da geht der Schiedsrichter einfach davon aus, dass der Frankfurter den Ball gespielt hat. So, und das war jetzt ein menschlicher Fehler und darüber sollten wir jetzt auch nicht weiter diskutieren.